Das Öffnen einer Tür mit ihrem Telefon wurde dank diesen Ingenieuren aus Sevilla, den Schöpfern des digitalen Schlüssels, ermöglicht. Diese Schlüssel digital te permiten abrir la cerradura con un código único. Es como si cambiásemos la cerradura cada vez que abriésemos la puerta. Diese Entwicklung nennt sich Lockart. Es kann auf jeder herkömmlichen Verriegelung angebracht werden. Apretando tres tornillos se instala en apenas un minuto. Das Resultat? Eine elektronische Verriegelung, gesteuert durch eine App, die diesen digitalen Schlüssel erzeugt. Er kann jederzeit verändert und derjenigen Person geschickt werden, der sie Zutritt gewähren wollen. Mandas esa llave a la cerradura. La cerradura se comunica con nuestro servidor. Comprueba que la llave es válida y si es válida te permite abrir la puerta. Lo que hace es generar ese código de una manera totalmente aleatoria y que no hay manera de interceptarlo. Der Ferienwohnungssektor ist ihr erster Markt mit bereits 2 Millionen Türen allein in Spanien. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un alquiler en la playa tienen que estar desplazándose para entregarle las llaves al inquilino que va a acceder. También es un problema la seguridad. Ellos no saben si el usuario ha hecho copia de las llaves o no. Por ejemplo, van a estar de lunes a viernes, pues solo podrán acceder de lunes a viernes de la semana X del año. Y a partir de esa semana, esa llave ya es inválida. Ihre Zielsetzung, 50 Millionen Türen erreichen, die spanische Haushalte öffnen, da es ein Schlüssel ist, der auf jede Situation passt. Existe una llave periódica para personas que accedan regularmente a tu domicilio, como puede ser personal de la limpieza. Die Idee zu Lockart stammt aus der Dissertation einer ihrer Mitarbeiter, für die er ausgezeichnet wurde. Sie zählen auf die Unterstützung des Minerva-Programms, durchgeführt von Vodafone und der andalusischen Regierung.